fühle mich hier einfach wohl. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und ich sehe einfach, dass es fußballerisch in die richtige Richtung geht. Wir hatten letztes Jahr ein sehr gutes Jahr, wollen dieses Jahr natürlich die Klasse halten. Das werden wir auch schaffen. Und ich freue mich dann als schon älterer Spieler, die Jungen dann einfach ja, ein bisschen zu begleiten, ein bisschen zu führen und dann wieder ein gutes Regionalliga-Jahr zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Das Halbfinale wird jetzt schwer. Da werden wir alles geben, alles daran setzen, dass wir dann vor heimischer Kulisse auch das Finale bestreiten. Und ja, in einem Spiel kann alles passieren, egal gegen wen. Von daher werden wir natürlich auch den Pokalsieg als Ziel uns setzen. Ja, das ist für uns eines der wichtigen Puzzle gewesen für die nächste Saison. Und ist für uns, wie gesagt, unheimlich wichtig, die Personalie. Und wie gesagt, das ist nicht nur als Spieler für uns unheimlich wichtig, der Junge, sondern eben auch als Mensch. Und ich bin einfach nur happy im Moment. Es war anstrengende Arbeit, das hat ungefähr 15 Minuten gedauert und wir waren uns relativ schnell einig.